Topf sucht Deckel. Was früher in Zeitungsannoncen für Belustigung gesorgt hat, ist im Zeitalter des Internets zu einer Art Volkssport geworden, die Partnersuche. Von elitären Partnerbörsen für Akademiker bis hin zu christlichen Partnervermittlungen, Auswahl gibt es genug. Doch ist das Liebesglück wirklich nur einen Mausklick entfernt? Oder besteht die Gefahr, dass die gezielte Suche nach Zweisamkeit noch einsamer macht? Darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Bei mir im Studio begrüße ich Karin Mader. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und seit 5 Jahren Single. Seitdem sucht sie einen Partner, auch im Internet, und ist dabei schon an Betrüger geraten. Die Partnervermittlerin Eva Bachmann will ihre Klienten vor derlei Belästigungen schützen und verkuppelt deshalb lieber persönlich. Thomas Müller hingegen ist von Online-Partnerbörsen überzeugt. Er arbeitet als Single-Coach und berät seine Kunden, wie man am besten im Internet sucht und sich finden lässt. Frau Mader, warum suchen Sie denn im Internet? Ich denke mal, im Internet, man hat einfach eine größere Auswahl. So im Alltag ist es sehr schwierig, jemanden kennenzulernen. Also mir passiert das im Normalfall nicht. Früher habe ich ja schon mal gesucht nach meiner Scheidung. Und damals gab es das Internet noch nicht. Und da ging dann alles über Zeitungsannoncen. Und jetzt ist es bei mir so ein bisschen ein Mix. Also ich schreibe mal auf eine Annonce, die mir gut gefällt, oder ich gucke mal ein bisschen im Internet. Aber eben nicht so intensiv, dass ich jeden Abend am Computer sitze, mehrere Stunden, und dann da mal Zeit verbringe. Also mein Freundeskreis und so, die sind mir dann schon noch wichtig. Mhm. Aber Sie suchen jetzt quasi seit 5 Jahren leider erfolglos, muss man sagen. Ja, ist ja. Das Internet vielleicht doch das falsche Medium? Also ich glaube nicht, dass es vom Internet her abhängig ist, sondern man braucht einfach Glück dazu, das zu finden. Und man braucht sicherlich auch eine klare Vorstellung, wer bin ich, was will ich oder was stelle ich mir vor, welchen Partner stelle ich mir vor. Das passiert mit den Zeitungsannoncen eigentlich genauso. Sie haben ja damals über eine Zeitungsannonce einen Partner gefunden, mit dem Sie 11 Jahre auch zusammen waren. Also es war ja schon erfolgreich. Suchen Sie heute anders wie damals? Ich bin vielleicht ein bisschen kritischer geworden. Ich denke, je mehr Menschen man kennenlernt, desto mehr Sensoren entwickelt man für gewisse Aussagen, für gewisse Verhalten, die derjenige dann eben so an den Tag legt. Und von dem her suche ich vielleicht ein bisschen anders als früher. Nicht mehr ganz so blauäugig, sondern einfach gezielter. Mhm. Herr Müller, wie erklären Sie sich das, dass die Partnersuche auch immer mehr im Internet stattfindet? Also ich finde grundsätzlich die Suche im Internet gut. Das Wichtige ist, dass man weiß, was man möchte. Und zwar, die meisten Singles machen eigentlich einen riesengroßen Fehler. Sie formulieren die Dinge so, dass möglichst viele Leute das anspricht. Mhm. Aber man sucht ja nur einen Partner und hat quasi, 7 Milliarden Menschen gibt es, 3,5 Milliarden. Aber man sollte das eigentlich so formulieren, dass 99,999% aller Leute sofort sagen, uninteressant. Sie also, meinen 3,5 Millionen Singles? Die ja, also von einem Geschlecht. Also quasi, wenn ich ein Mann bin, suche ich eine Frau, also gibt es 3,5 Milliarden Frauen. Okay. Also was ich meine ist, man sollte so detailliert wie möglich, also was reinbringen, was mich wirklich auszeichnet, was mich prägt. Also sei es zum Beispiel, wenn ich auf die 9. Sinfonie von Beethoven stehe, wenn ich Malta ganz toll finde, wenn ich Golfspielen hervorragend finde und Pudel, dann sollte ich all diese Dinge reinbringen, dass die meisten Leute denken, um Gottes Willen. Aber wenige Leute, die dann sagen, oh, das klingt aber interessant. Und genau das ist es so. Je mehr ich über mich weiß, was ich will und auch wie ich mir jemand vorstelle, umso besser ist es. Jetzt hat ja jeder Mensch Ecken und Kanten. Sollte man die denn auch reinschreiben, das Negative in so ein Internetprofil? Nee, das würde ich nicht machen. Also wirklich auf die Interessen gehen. Und deshalb ist es auch gut, dass es ja zum Beispiel Spezial-Single-Börsen gibt. Wenn ich ein ganz bestimmtes Hobby habe, dann macht es auch Sinn, da reinzugehen. Auch im realen Leben würde ich, wie Sie vorher gesagt haben, ich habe nicht so viele Kontakte. Es ist gut, wenn Sie zu Veranstaltungen hingehen, wo es um Themen geht, die Sie also besonders interessieren. Ja, genau. Und da kann man eigentlich die besten Kontakte knüpfen. Und was sollte auf keinen Fall drinstehen in so einem Internetprofil? Was sollte auf keinen Fall drinstehen? Also Dinge, die
von denen ich nicht wirklich überzeugt bin. Also nur um anderen zu gefallen, würde ich nichts reinschreiben. Und ich würde auch wenig über mein Äußeres reinschreiben. Mhm. Also, sondern dass es wirklich mehr um die Interessen geht. Mhm. Zum Äußeren kommen wir später noch. Frau Bachmann, Sie sind ja klassische Partnervermittlerin. Ist dieser Beruf heutzutage nicht schon veraltet? Mhm, doch, ein Stück weit schon. Also es ist natürlich, also mit dem Boom der Online-Vermittlungen hat sich ein anderer Weg aufgetan und das möchte ich einfach auch sagen, ich finde es auch einen guten Weg. Also ich bin nicht eine von den klassischen Vermittlerinnen, die sagt, das ist kein guter Weg, das ist ein völlig legitimer Weg. Die klassische Vermittlung ist etwas überholt, aber mein Anliegen war eben, diese Alternative zu bieten für Leute, die auf Online keine Lust mehr haben. Sie waren ja Buchhändlerin und seit 3 Jahren sind Sie jetzt quasi hauptberufliche Verkupplerin, könnte man sagen. Wie kam das denn dazu? Ja, das ist, also die Frage wurde mir schon öfter gestellt und das fühlt sich für mich immer an, als müsste ich jetzt so einen linearen Weg, den gibt es nicht, diesen linearen Weg. Ich habe beim Witwer hier in Stuttgart, habe ich in der Psychologieabteilung Bücher verkauft. Da gibt es auch die Flirt- und Beziehungsratgeber und so weiter und habe mich dann eben auch mit der Thematik auseinandergesetzt, habe oft beraten und ich glaube, so ist die Idee so ein bisschen geboren in die Richtung. Mhm. Ja. In Deutschland gibt es ja heutzutage so viele Alleinstehende wie wahrscheinlich nie zuvor. Warum finden so wenige Singles einen richtigen Partner? Also zum einen weiß ich gar nicht, ob so wenige Singles einen Partner finden. Das ist auch so ein Statement, das so in den Raum geworfen wird. Ich weiß nicht, ob dem so ist. Es ist halt Tatsache, dass die Beziehungen auch nicht mehr so lange dauern. Und demzufolge kommen immer wieder neue Singles auf den Markt. Ich denke, es gibt auch viele Menschen, die einen Partner finden. Also, aber ich kann da jetzt nicht mit zahlen. Ich denke, es ist komplexer geworden. Unsere Erwartungen, unsere Ansprüche sind komplexer geworden. Unsere Gesellschaft ist gesättigt ein Stück weit und damit steigen eben auch die Anforderungen an Beziehungen. Und ja, unser Leben ist komplexer geworden. Vor 50 Jahren gab es nicht so viele Variablen, die in die Beziehung reingespielt haben. Steigen die Anforderungen an Beziehungen, Frau Mader? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Inwiefern? Die eigene Erwartungshaltung ist einfach eine andere. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Aber es gibt eben Dinge, die will man überhaupt nicht mehr. Und wenn man das dann am anderen feststellt, dann war es das. Was ist das bei Ihnen zum Beispiel? Also ich vertrage absolut keinen Rauch. Mhm. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich brauche Kommunikation. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Und ich möchte auch einen Menschen mit sozialer Intelligenz. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Arten von Intelligenz, ja, aber das ist eben auch was sehr Wichtiges bei mir. Mhm. Frau Bachmann, was können Sie denn Ihren Kunden bieten, was das Internet nicht kann? Ich biete wirklich nur die Dienstleistung, dass Sie sich abends nicht hinsetzen müssen und die Arbeit selber machen. Mehr kann ich nicht bieten. Ich habe, also das ist auch was, was ich immer ganz ehrlich kommuniziere. Ich habe eine kleinere Datenbank, online haben Sie viel mehr Auswahl. Aber ich biete Ihnen Sicherheit, das heißt, also wenn jemand den Weg zu mir macht, dann ist er meistens wirklich ehrlich an der Beziehung interessiert. Das heißt, Sie müssen nicht selber suchen, Sie bekommen nur Vorschläge von Menschen, die tatsächlich an der Beziehung interessiert sind. Und wenn Sie mir vertrauen, dann können Sie eventuell davon ausgehen, dass die Auswahl auch okay ist. Also ich mache eine Vorauswahl, ich mache eine Selektion. Und dann ist es eben so, dass Sie nicht abends am Rechner sitzen und die Arbeit selber machen, sondern irgendwann an einem Mittwochabend bekommen Sie mal ein Profil zugesandt. Das ist für Sie stressfreier. Und dann können Sie sich überlegen, möchte ich das jetzt, passt das gerade oder nicht. Also ich denke, ich biete ein bisschen einen homogeneren Ablauf. Also es läuft so ein bisschen natürlicher ab, aber genau. Sie sagen, also, aus zeitlichen Gründen kommen die Menschen dann zu Ihnen? Nein, also viele meiner Kunden kommen und die haben das auch online schon probiert. Die haben es einfach ein paar Jahre probiert und es hat nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Und die möchten eben weiterhin suchen. Oder sie haben das Gefühl, ich möchte es nicht mehr so verkrampft machen, denn die Internetvermittlungen, die bieten auch Gefahren oder bergen Gefahren. Ich glaube, das kann auch abhängig machen. Also dieses so abends hinsitzen und suchen. Das glaube ich, ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Also ich kenne, die Gefahr ist da. Ich habe das auch schon oft gehört von Menschen. Mhm. Also am Anfang ist natürlich ein unglaublicher Reiz, erst mal gucken, was gibt es da alles und so weiter. Das schwächt sich dann ab. Aber es kann natürlich auch eine Sucht werden, immer wieder was Neues zu suchen und immer zu denken, ich kann vielleicht noch was Besseres finden, so wie beim... Sie erliegen dieser Sucht nicht. Nee. Genau. Frau Bachmann, wenn die Menschen zu Ihnen kommen, dann ist es ja doch stärker, wie wenn jemand online nebenher vielleicht einen Partner sucht. Sind Ihre Kunden dann eher verzweifelt, würden Sie das sagen?
Ja, das ist auch so eine Frage, die ist mir auch schon oft gestellt worden. Also ich glaube nicht, dass die Verzweifelter sind. Ich habe verschiedene Kunden, ich habe ganz viele verschiedene Menschen. Und manche finden es einfach schön, auf Partnersuche zu gehen. Für die ist das was Leichtes. Ich habe auch Kunden, für die ist es nicht mehr ganz so leicht. Klar, die gibt es bei mir auch. Aber ich würde nicht sagen, dass meine Kunden alle verzweifelt sind. Ja. Sie machen das ja seit 3 Jahren. Wie viele Menschen konnten Sie denn schon verkuppeln? Oh, das ist auch so eine Frage. Da danke ich Ihnen dafür. Nee, dieses Jahr sind es tatsächlich nur 4 Pärchen. Ne? Also für mich ist es einfach wichtig, dass ich es ehrlich kommunizieren kann. Es ist nicht immer ganz so einfach. Es sind tatsächlich nur 4 Pärchen. Und letztes Jahr waren es 6. Also Sie sehen, das ist auch nicht eine Riesenquote, mit der ich da... Von wie vielen Menschen dann, die Sie betreut haben? Naja, also die genaue Zahl weiß ich nicht. Momentan habe ich so ungefähr 160 aktive Mitglieder. Mhm. Ich unterteile immer, die Aktiven sind die, die momentan einen Vertrag laufen haben. Mhm. Aber ich bin natürlich noch am Aufbauen. Das heißt, ich habe auch sehr viele passive Mitglieder. Mhm. Ja. Können Sie sich sowas auch vorstellen, Frau Mader, so eine klassische Partnervermittlerin? Ja, vorstellen können die mir das schon, ja. Doch. Sie wurden ja im Internet jetzt schon öfter sexuell belästigt. Da sind auch verheiratete Männer reingefallen und ein Betrüger wollte mal Geld von Ihnen haben. Wofür wollte das? Das war eine ganz spannende Sache. Und ich denke einfach, da gibt es richtige Banden im Internet. Also die wohnen im Ausland, entweder in England oder in Amerika. Und haben dann irgendwie, geben sie vor, sie haben einen Bezug zu Deutschland, die Mutter deutsch oder der Vater deutsch und sie möchten wieder nach Deutschland. Und dann wollen sie gleich kommunizieren über das private E-Mail-Adresse oder über Skype. Das lief dann damals bei mir auch so ab und ich bespreche das dann immer mit meinen Freundinnen, weil ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man mit anderen darüber kommuniziert, sonst verliert man vielleicht irgendwann mal die klare Linie. Und ich habe dann schon festgestellt, ja, man kann sich virtuell in so einen Menschen verlieben, ja, ohne dass man den wirklich real gesehen hat. Und wofür wollte der denn nicht das Geld haben? Ja, das war sehr dubios. Er hat dann gesagt, seine Tochter, also wir hatten mehrere Wochen jeden Tag, fast jeden Tag geskypt. Der Skype-Kontakt ging nicht über die Kamera. Das war zu schlecht, die Verbindung. Wir konnten auch nicht telefonieren. Die Verbindung war auch sehr schlecht. Außerdem hat er nur Englisch gesprochen. Und er hat so einen schrecklichen Slang gehabt, dass ich es überhaupt nicht verstanden habe. Man hat es mal probiert. Und dann ging das also alles schriftlich. Und ich habe von Anfang an gesagt, also entweder das ist der große Wurf oder es ist ein Betrüger. Und letzten Endes hat sich das dann ja auch bewahrheitet. Also seine Tochter, die war dann angeblich in der Klinik und wäre nicht behandelt worden. Ich gleich ans Internet hingesetzt und recherchiert, amerikanisches Gesundheitssystem und so, kann das sein, Studentin und so. Das war der Anfang und dann habe ich mehrere Vorschläge gemacht, was er denn als Lösung machen könnte, bis ich dann zu ihm gesagt habe, du, dann rufe ich in der Klinik an und werde es mit den Ärzten klären. Das kann ja wohl nicht sein, dass die einen jungen Menschen nicht behandeln, ja, also im Notfall. Gut, das war das eine, das war dann weg vom Tisch und dann wollte er ja unbedingt hier nach Deutschland kommen, hat dann einen Flug gebucht, hat mir die Flugnummer zukommen lassen, ich die Flugnummer recherchiert, Flugnummer hat nicht gestimmt, ja, habe ihn darauf aufmerksam gemacht und dann... Aber trotzdem sind Sie bei dem quasi geblieben, zumindest in der Kommunikation. In der Kommunikation sind wir geblieben, eigentlich bis zum Schluss, weil ich wollte dann austesten, wie weit geht er, ja. Er kam dann nochmal mit Geldforderungen, ich habe dann so getan, wie wenn ich drauf eingehe, es war also total spannend. Er hat recherchiert, dass also er wollte in einer Firma in Leverkusen das Arbeiten anfangen und hat gesagt, ja, da wäre eine Niederlassung in Stuttgart. Der Name hat zufällig gestimmt, die Straße hat gestimmt und er sucht eine Wohnung. Wie haben Sie herausgefunden, dass es nicht stimmt? Also ich habe dann in dieser Firma in Stuttgart angerufen. Es war zufällig der gleiche Name, aber es war auch ein Labor, wie er gesagt hat, aber es war ein kleines privates Labor und die haben niemanden eingestellt. Und ich habe mich dann mit der großen Firma in Verbindung gesetzt, da wo er hat mir den Arbeitsvertrag zugefaxt, er hat mir zugefaxt die Kopie von seinem Ausweis, von seinem Pass. Das Foto, das auf dem Pass war, das war genau der Ausschnitt von dem Foto, das im Internet war. Dann hat das Geburtsdatum nicht gestimmt, weil ich habe ja... Der Arbeitsvertrag, das haben Sie auch abgeklärt mit der Firma? Ja, genau, das habe ich abgeklärt. Stimmte nicht. Ja.
Und also ich habe dann auch bei der Polizei angerufen und was ihr da machen könnt. Und die haben dann gesagt, kann man gar nichts machen, weil A, ist ja kein Schaden entstanden, ich habe ja nichts bezahlt. Und B, im Ausland unter 5.000 Euro machen die sowieso nichts. Mhm. Haben Sie von solchen Fällen schon öfter gehört? Ja, ich habe schon davon gehört. Aber ich sage mal, das sind jetzt ganz viele Dinge, die aus meiner Sicht äußerst ungünstig sind. Mhm. Und zwar würde ich immer so sehen, dass die Singlebörse so genutzt wird, nur um einen Kontakt herzustellen. Ja, dass Sie möglichst genau reinschreiben, was Sie suchen. Und dann bei den Antworten genau gucken, geht derjenige da drauf ein. Also, ich sage jetzt mal, wenn Sie was schreiben über Ihre Lieblingsmusik und er sagt, ja, den Sänger finde ich auch toll und so weiter, dann haben Sie eine Basis. Wenn der aber derjenige, der Ihnen schreibt, gar nicht darauf eingeht. Und der nächste Punkt, den ich unbedingt Ihnen empfehlen würde, machen Sie sich mal klar, in welchem Umkreis es Sinn macht, jemanden kennenzulernen. Also ich würde persönlich sagen, wenn Sie nicht wirklich auf der Suche sind nach jemandem mit einer bestimmten Nationalität, würde ich den Umkreis erstmal auf 50, 60 Kilometer einschränken. Und alles, was darüber hinaus ist, mal mit äußerster Skepsis betrachten. Weil Sie müssen sich überlegen, wenn Sie dann sich mal treffen, macht es den Sinn, immer wieder 100, 200 Kilometer oder Flüge zu machen, kann sich daraus wirklich eine solide Beziehung entwickeln. Also da Sie haben jetzt die Regionalität angesprochen. Wenn wir jetzt das reine Profil anschauen, wenn jemand wirklich auf der Suche nach der großen Liebe ist, wie kann man denn anhand des Profils schon erkennen, ob das jemand auch ist oder ob jemand ein Betrüger ist oder nur ein Abenteuer sucht? Also ich würde sagen, man sollte sich als erstes mal selber Gedanken machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder feststelle in meinen Beratungen, dass die Leute mal überlegen, was ist eigentlich Liebe und was ist Leidenschaft? Und ich würde sagen, je breit gefächerter, eher allgemein gehaltener das Profil ist, desto eher ist so, dass die Leute eigentlich mehr auf der Suche sind nach so einem Flirt. Jemanden kennenzulernen. Und das sehe ich auch diese Gefahr, ja, dass es natürlich interessant ist, spannend, immer wieder Mails zu bekommen, darauf zu antworten, dann geht es um alltägliche Dinge oder so. Aber ich würde mich da viel mehr fokussieren darauf. Dass also ich Sie sagen, je ausführlicher, desto eher ist jemand an ernsthaften Dingen interessiert. Ja, genau. Und ich persönlich würde also so vorgehen, wenn mir jemand antwortet, würde ich schauen, wie konkret antwortet er und dann würde ich zurückschreiben und gucken wirklich, machen Sie nicht mehr wie 4, 5 Sätze, keine Romane und dann gucken, antwortet derjenige auch wirklich auf das, was ich gesagt habe. Ja? Und ja, die Suche nach dem richtigen Partner ist nicht einfach. Vanessa Kahles ist auch schon seit 3,5 Jahren Single und hat sich vor 3 Monaten bei einer Online-Partnerbörse angemeldet. Wie sie vorgeht bei der Suche nach einem Mann, das zeigt Ihnen jetzt meine Kollegin Anna Kempter. Vanessa, 25 und auf der Suche nach dem potenziellen Liebesglück. Ich finde es schon toll, wenn er Unternehmer ist oder aus dem Vertrieb stammt oder irgendwie sowas, weil zum Beispiel, ja, ich finde halt gewisse Berufe irgendwie ein bisschen langweilig. Und ich habe da halt schon so meine Erfahrung gemacht, dass gewisse Menschen mit gewissen Berufen nicht unbedingt so mein Typ sind. Aber nicht nur Beruf und Alter sind ihr wichtig. Auch die Kreativität der Männer beim Ausfüllen ihrer Profile. Dann gibt es ja halt verschiedene Sätze, die angefangen wurden. Und die muss man dann eben beenden. Und da, finde ich, kann man eigentlich schon ein bisschen mehr herauslesen, wie die Person so drauf ist oder was sie für Vorlieben hat und ob das dann auch mit einem selber zusammenpasst oder halt überhaupt gar nicht. Wenn ich mir einen Traum erfüllen könnte, dann wäre dies ein Fanhaus an der Côte d'Azur mit der Hoffnung, dieses regelmäßig nutzen zu können oder eine Weltreise. Ja, das hört sich doch interessant an. Dem schreibe ich mal. Klar, ist ein bisschen oberflächlich. Aber ich finde, wenn man sich dann anfängt zu schreiben und sich so besser kennenlernt, kann es vielleicht sogar intensiver sein jetzt als im echten Leben. Weil im echten Leben ist ja auch oft so, dass man von Äußerlichkeiten ausgeht und dann ja vielleicht einfach eine Person gleich abstempelt, weil sie nicht unbedingt jetzt den Anforderungen entspricht, die man sich immer so vorstellt. Angemeldet hat sie sich bei der Singlebörse aus reiner Neugierde. Bisher hatte sie ein Date. Aber daraus wurde nichts. Vanessas Männersuche übers Internet läuft eher im Verborgenen. Bisher wissen davon nur 3 gute Freunde und ihre Mutter.
ist schon ein bisschen komisch, so in meinem Alter, ne, dass man sich dann da auf einer Single-Börse irgendwie anmeldet, hat schon einen kleinen Beigeschmack. Ne? Manche sagen dann vielleicht so, oh mein Gott, bist du verzweifelt, dass du da sowas machen musst? Doch ihre Befürchtungen scheinen unbegründet. Geschwind überrascht, muss ich sagen, dass sie sich damit beschäftigt. Aber letztendlich finde ich es eigentlich recht gut, denn sie muss es einfach mal ausprobieren. Aber was ist denn jetzt mit der großen Liebe? Gibt es die im Internet? Also eher nicht, würde ich jetzt sagen. Ganz ehrlich. Aber man kann nie wissen. Man kann nie wissen, Frau Mader, ist das auch Ihr Motto? Ja, doch, wollte ich schon sagen. Ja. Die Vanessa aus dem Film, sie schämt sich ja doch so ein bisschen für die Partnersuche im Internet. Geht es Ihnen auch so? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, es braucht es nicht, dass man sich da dafür schämt. Es gibt so viele Singles, die suchen. Es gehört heutzutage in unserer Gesellschaft einfach mit dazu. Ja? Ja. Also war in den 90er Jahren noch ein bisschen anders. Da war das ein bisschen mit Anzeigen und so ein bisschen anrüchiger. Aber ich denke, es ist einfach akzeptiert. Mhm. Herr Müller, wenn jetzt jemand einen Partner sucht, der ist dann zu Hause vor dem PC alleine und sucht doch Zweisamkeit, macht das dann nicht vielleicht doch einsamer? Ich würde sagen, es geht einfach darum, mit welcher Intention man das auch macht. Also wenn wir gerade den Film gesehen haben, dann hat die Dame es sich da angeschaut, so ein paar kurze Sätze, ja, eine Villa und ein Urlaub, so Weltreise, hört sich interessant an. Aber man muss sich wirklich mehr in die Leute hineinsetzen. Es ist ja kein Zufall, dass jemand das schreibt. Also was ist mit so einer Villa? Was hängt da alles dran? Mag ich das Land wirklich? Kann ich mir vorstellen, in entsprechenden Kreisen auch zu verkehren? All das sollte man sich genau überlegen und dann auch eine Antwort formulieren, die wirklich auch ganz gezielt passt. Aber macht die Suche einsam, wenn ich alleine vor dem PC sitze? Ich sehe nur eine Suchtgefahr eben, dass ich mehr auf der Suche nach Anerkennung bin, als nach netten, aber belanglosen Kontakten. Mhm. Also da ist auch der Unterschied. Deshalb finde ich auch Partnervermittlung gar nicht so schlecht, weil wenn jemand Geld bezahlt, hat er schon eine ganz andere Absicht, jemanden zu finden. Mhm. Frau Bachmann, die Vanessa aus dem Film hat ja auch gesagt, dass sie findet, dass das die Suche im realen Leben manchmal oberflächlich ist, wenn man sofort durch Äußerlichkeiten beurteilt oder vielleicht verurteilt wird. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich gar nicht so. Also ich glaube, dass wir sehr viel Instinkt haben und dass wir in dem Moment, wo wir auf einen Menschen treffen, natürlich spielen Äußerlichkeiten eine Rolle, aber ich glaube, im Internet spielen Äußerlichkeiten eine viel größere Rolle, denn weil man ohne Foto als Profil im Internet kaum durchkommt. Ja, genau. Also, und da spielt es eine Riesenrolle, weil es ja ganz zweidimensional ist. Ja, ich habe nur die Worte und ich habe das Bild. Aber im wirklichen Leben, da habe ich alles von Ihnen. Da treffe ich Sie als ganzer Mensch und habe sofort ein Gefühl oder entwickle relativ schnell ein Gefühl für Sie. Und ich denke, das kann unter Umständen wesentlich weniger oberflächlich sein, als das im Internet zum größten Teil. Wem würden Sie denn empfehlen, im Internet zu suchen? Und wem würden Sie empfehlen, direkt zu suchen, also im realen Leben? Ich kann das nicht so pauschalieren. Also ich denke, jemand, der sich gut ausdrücken kann, der gern chattet, der gern im Internet unterwegs ist und sich da wohlfühlt, der kann das probieren und einfach schauen, also dem es Spaß macht eben. Und jemand, der eben schlechte Erfahrungen eventuell gemacht hat oder jemand, der nicht so viel Zeit hat oder nicht so gerne am Rechner sitzt, für den ist eine klassische Vermittlung vielleicht besser. Mhm. Herr Müller, wenn wir jetzt das Online-Profil haben und uns eine zwischenmenschliche Beziehung anschauen, dann liegt eine große Spannweite dazwischen. Wie schafft man das dann in einer Beziehung von einem Online-Profil? Mhm. Also wichtig wäre es, wenn man zwei, dreimal so hin und her gemailt hat, dass man dann relativ schnell sagt, okay, man trifft sich mal. Aber dann wirklich nur so im Coffeeshop, wo man sagt, okay, 10 Minuten, Viertelstunde, man weiß es ja vom Speeddating und so, das sind wenige Sekunden, die eigentlich alles entscheiden. Und dass ich mich dann auch wieder relativ unproblematisch trennen kann, um dann einfach auch mal nochmal zu sehen, zu überlegen, auch, dass ich auf meine Intuition hören kann. Also Sie sagen schnell weg vom Internet ins persönliche Treffen, ja. Machen Sie das auch so? Ja, ja, auf jeden Fall. Also beim ersten Treffen, auf was muss man achten? Auf was muss man achten? Ich denke, man hat ja so gewisse Vorstellungen und die möchte man halt verwirklicht sehen. Was man vielleicht beachten sollte, also ich gebe immer die Telefonnummer irgendeiner Freundin weiter. Nicht Ihre?
Nein, die Telefonnummer von dem Gegenüber, den ich dann treffe. Aus Sicherheitsgründen geben Sie es. Aus Sicherheitsgründen, wenn irgendwie was wäre, weil es ist ja doch immer eine total fremde Person. Ja. Und man kann vom Internet her niemanden einschätzen. Aber ich gebe Ihnen recht, so schnell als möglich telefonieren, treffen und dann entscheidet sich es eigentlich. Wenn man jemanden trifft, Herr Müller, gibt es da auch so Flirtfehler, die man auf jeden Fall vermeiden sollte? Also es gibt eine ganz interessante psychologische Studie. Und man hat 100 Mal einen Mann und eine Frau, die sich nicht kannten, in eine Art Wartezimmersituation gestellt und hat die beobachtet. Und wenn die beiden ins Gespräch kamen, war es immer so, dass der Mann die Frau angesprochen hat. Das Gespräch hat dann nicht funktioniert, wenn der Mann einfach drauf losgeredet hat. Und das Gespräch hat immer dann funktioniert, wenn also die Frau dem Mann ein Zeichen gegeben hat. Und sei es bloß so ein nonverbales Signal. Also übersetzt heißt es so ein bisschen in dem Spiel zwischen Mann und Frau, ist es immer so die Frau, die den Impuls gibt, die eigentlich ein Angebot macht und der Mann sagt ja oder nein. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Rolle auch einhält. Mhm. Frau Bachmann, noch ganz kurz, wie findet man denn, Sie sind überfordert, Sie sehen es nicht so? Nein, ich muss das erst verarbeiten. Bei mir läuft es meistens andersrum. Sie reden? Ja, ich bin diejenige, die schneller kommuniziert. Ja. Glauben Sie, die große Liebe im Internet zu finden? Ach, vielleicht nicht unbedingt im Internet, aber vielleicht generell, würde ich sagen. Man braucht ein bisschen Geduld. Okay. Mhm. Ein Tipp von Ihnen, wie findet man die große Liebe? Die kann man überall finden, wenn man offen dafür ist. Offen sein und offen die Augen sein. Offen halten, egal im Internet oder im realen Leben. Mhm. Per Mausklick zur großen Liebe. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke, dass Sie da waren und Ihnen alles Gute bei der Suche. Danke. Viel Erfolg. Dankeschön und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.